Klabuster Bernie am Start. Warum hast du mich behindert? Achso. Sind wir schon auf Sendung? Ich dachte, du lachst mich aus, Mann. Weil ich mal schrei. Ich soll mit nochmal machen. Nein, Klabuster Bernie am Start. Wer ist da? Wer sind wir? Tarzan Mike. Tarzan Mike und Robby die Krabbe. Und wir spielen wieder Splinter Cell und sind hier im, eigentlich spielst immer bloß noch du. Vierten Level? Ja, vierten Level. Viertes. Hallo? Ja, hallo? Ja, bist du ja noch dran? Ich dachte schon, du bist abgehauen. Hä? Ich rede die ganze Zeit. Ja. Egal. Viertes Level. Alles durcheinander heute. Und wir haben jetzt den Alarm ausgelöst, gehen in die Villa Nye und schauen mal, was wir da kriegen können. Und Schneider. Ja, die Gegner sind wieder alle da, wie du gesagt hast beim letzten Mal. Ja, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Wieder klar. Du lügst nicht so oft. Ja, da oben kann man zwar so einen gefangen nehmen, aber das war mir ein bisschen zu blöd hier in der Szene, weil es ist ein bisschen. Ach so, ich habe das gemacht. Ja, nee, da waren mir zu viele Leute hier. Und ja, mal schauen, was hier so abgeht und was man so kriegt. Gegnermäßig. Und apropos kriegen, gestern habe ich mal wieder seit langem mal wieder was Fastfood-mäßiges gegessen, was richtig korrekt war. Ich habe mir so ein Subway-Sandwich habe ich bekommen. Und jo, das war richtig geil, fettig. Ich sag's dir. Ja. In Thailand oder was? Gibt's ja, ja. Da auch Subway? Hier gibt's Subway, ja. Hier gibt's Subway. Okay. Und ich liebe mein Subway-Sandwich am besten mit. Also ich mache das immer so, ich lasse mir natürlich alles draufgeben, was umsonst geht, ne? Und du bist gerade erschossen übrigens. Ja, ja. Ja. Ich bin halt Pro-Gamer, weißt schon. auf jeden Fall alles draufhauen, was geht. Und dann lasse ich mir erstmal doppelt Mayonnaise draufgeben. Aber so richtig schön fett über das ganze Sandwich drüber und dazu dann noch Barbecue-Soße. Aber ungefähr doppelt so viel Barbecue-Soße wie Mayonnaise. Also das trieft dann so richtig. Ist echt das beste Sandwich, das ich in meinem Leben jemals gegessen habe wahrscheinlich. Also Herzinfarkt auf Brot serviert. Oh ja. So muss das sein halt, ne? Aber haben die da auch andere Sachen als hier in Deutschland bei dem Subway? Nein, ist dasselbe. Denkst du jetzt, die haben Sushi-Subway oder was? Weiß ich doch nicht. Oder mit Reis? Mit Reis, oder, genau. Was weiß ich? Genau, Reis aus. Ja, keine Ahnung. Bei uns gibt es hier bei McDonald's zum Beispiel auch Sachen, die es halt in Deutschland gibt. Ja, ich glaube nicht, dass die da so Alpenburger oder was die da manchmal haben, in Amerika haben. Ja, nein, zum Beispiel. Nein. Also hier gibt es nichts Besonderes beim Subway. Das ist ganz normal einfach. Und okay, und auch Mountain Dew, ja? Ja, ja, Mountain Dew gibt's auch. Oh shit, Mann. Ja, man, Mountain Dew ist echt Hammer, kann man nichts sagen. Aber die Sandwiches sind echt cool. Also hier gibt's natürlich auch so Sandwich-Style, Thailand-Style. Hier gibt's zum Beispiel Eis-Sandwich, also das Eiscreme in einem Brötchen. Okay. What the fuck, ey? Ich weiß auch nicht, was das soll, halt Eiscreme in einem Brötchen. Aber du hast es bestimmt schon gegessen. Nee, ich habe es noch gar nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ich wollte das probieren. Ich probiere ja eh immer rum. Bei McDonald's damals habe ich immer meine Pommes in Eis getunkt. Oder. Ja, das macht irgendwie jeder, oder? Oder Gurken an die Decke klatschen. Nee. Das habe ich nicht so wirklich gemacht. Was ich immer früher gemacht habe, war immer die Servietten nehmen und dann halt mit Papierkügelchen rumspucken. Ja. Das war natürlich immer genial. Also was ich so bis 16, dann irgendwann die 16 war oder so. Ja. Da hast du das noch gemacht. Ja. Da war ich schon am Gurkenklatschen, glaube ich. Gurkenklatsch. Naja, sonst bestellen immer alle ihren Burger ohne Gurke. Ja. Ich dann, ja, gib mir die Gurke und dann ins Papier rein, Papier auf und pschuh, fliegt das Teil hoch an die Decke und bleibt dann kleben wegen der Stärke. Ja, Hammer. Bei mir ist halt, das habe ich nicht wirklich gemacht. Das kenne ich auch gar nicht so wirklich. Nicht? Nein. Das macht. Kommt schon, Mann. Hey, sagt mir mal bitte in den Kommentaren. Ich hoffe, es schaut auch mal jemand und schreibt auch, ob ihr das auch gemacht habt. Gurken einfach an die Decke hauen. Das ist schon witzig. Ich kann mich nicht. Also ich bin immer der Typ, der immer
wenn dann so Reste übrig sind, immer alles zusammenhaut und dann meinen Kumpels immer Geld anbietet, das zu essen halt oder zu trinken. Oh, wie mit Flavius. Ja, stimmt. Wir haben so einen Kumpel. 5 Euro, oder? 5 Euro. Ja. Dann haben wir so einen leeren Eisbecher gehabt, haben da Gurken reingehauen, Papierfetzen, da war noch Cola mit drin, haben wir Pommes mit reingemischt und dann hat er das halt für 5 Euro getrunken. Danach hat er einfach übelst abgekotzt. Ja, Mann. Weil auf dem Schulausflug war, aber echt witzig, muss ich sagen. 5 Euro und der Tag war gelaufen. Für 5 Euro macht man halt so einiges mit, ne? Ja. Ich habe meinen Kumpel, habe ich Wurstwasser, weißt du, bei so Wienerle im Glas ist doch Wurstwasser. Ja, ja. Da habe ich auch Kumpel für 5 Euro das Wurstwasser komplett austrinken lassen. Das war ungefähr so 400 Milliliter oder so. Der hat das halt einfach reingezogen, hat es halt gemacht, zwischendrin fast gekotzt, aber dann hat er es durchgezogen und hat sich über die 5 Euro gefreut. Ich würde mich da nicht mehr freuen, ey. Ich würde mir da, glaube ich, erstmal ganz viele Mülltüten zum Reinkotzen kaufen. Ey. Ja, Mann. Oh, Mann, shit. Ja, witzig. Gutes altes Fastfood, ey. Was hat man denn noch immer so gemacht? Fastfood geht ja. Wir haben ja auch mal so eine lustige Aktion gebracht. Ich glaube, das war mal kurz nach irgendeinem Weihnachten. Da sind wir Burger King gegangen. Ja, Mann. Und Burger King, wie heißt der Slogan? It's your way. Do it your way. Oder so rum. Aber warte, hebt ihr die Geschichte auf? Jetzt kommt gleich eine Sequenz. Dann tun wir halt hier noch ein bisschen so die dumme KI ausnutzen sehen. Jo, genau. Jo, und Alarm weg. ich bin jetzt nichts verschwunden einfach. Tür zu und Paralleluniversum. Und ab geht die Sequenz. Money I'd break into a bank. American, the Iranis didn't send you. What does Iran want with you? Perhaps we should address our more immediate. Ich schick dir 25 Millionen in Häppchen. Sam, truck's outside. It's a hit squad. They're kicking in the doors. My money's on Cud's force. If you can arrange my safe exit, I promise I can reward you. Every man has his price. I want information. Majid Sadiq. Regrettably, even if I knew this man, I couldn't tell you. My business depends on this rule. And every rule has its exception. I'll give you Sadiq. Good thinking. Follow me. I built an underground escape tunnel below the mansion. Leads to my private dock. So weiter geht's. Jetzt kommen hier so Special Agents. Yo, jetzt seht ihr wieder Fischer-like. Pro Gamer in Action seht ihr jetzt wieder. Machen wir weiter mit deiner Geschichte, was wir da gemacht haben. Also, wo waren wir? Burger King, kurz nach Weihnachten, Have It Your Way. Haben wir natürlich mal wörtlich genommen, haben uns gedacht, yo, machen wir uns ein Big King XXL. Nicht zweifach, nicht dreifach, nicht vierfach, sondern fünffach. Fünf, alles mit 5 ist einfach besser als mit 4. Oh ja. Und auf jeden Fall halt nicht nur 5 Lagen Fleisch, so wie hier der Fehler, sondern auch zwischen jede Fleischlake erstmal noch eine Schicht Käse auch noch. Oh ja, das war der beste Burger meines Lebens. Weil wir uns halt damals bei der Planung einfach dachten, nur Fleisch, das rutscht bestimmt nicht gut. Und das ist trocken halt einfach. Ja, das stimmt. Und dann sind wir halt zu Burger King, haben halt bestellt. Ich glaube, wir mussten erst mal 3-mal erklären, wie wir das haben wollten, weil die es einfach nicht gepeilt haben. Bis auf einer, der hat sich einfach mega gefreut dort und hatte sich gedacht, ja, endlich machen das mal welche. Weil der wollte das wahrscheinlich auch schon immer mal machen oder so. Ja, Mann. Auf jeden Fall durchgezogen. Ich glaube, ein Burger, was hat der dann gekostet? Fast 8 Euro oder so? Ja, ich glaub, es war 7 oder 8 Euro war das. Eins von beiden. Ja, und der Burger, der war halt echt mega, ey. Am Anfang wusste man zwar nicht, wie man reinbeißt und die Semmel ist auch irgendwann zerrissen einfach. Aber der ging echt leichter runter und leichter essen, als man dachte. Ja, Mann, das war... Weil wir haben ja irgendwie gedacht, man isst den und den schafft man ihm Leben oder so. Ey, mir ist mir da einfach das Wasser im Mund zerlaufen, Mann, bei dem Burger. Weißt du, der,
Hat so gut geschmeckt einfach. Das war wirklich der beste. Der war so fettig und ekelhaft, Mann. Und überall ist die Soße gelaufen einfach. Über die Finger, über die Fresse, ne? Aber das war der beste Burger aller Zeiten, Mann. Ja, Mann. Der ging echt drunter wie Butter, ey. Ich habe so lange keinen guten Burger gegessen. Hier gibt's ja nur Scheiß. Also das Rindfleisch hier kannst du voll vergessen einfach. Und halt ich vielleicht im Burger King oder McDonald's, hier gibt's ja auch sowas halt, aber naja, keine Ahnung. Ich mache immer einen Fünffachen in Thailand. Ja, in Thailand, die verstehen noch nicht mal, wenn ich einen Chicken Burger will oder einen Cheeseburger, das nicht mal das verstehen, die weiß schon. Was muss ich da erwarten? Ja, sowas kenne ich. Ja, ich war ja dann nochmal ein paar Wochen danach mit einem anderen Kumpel bei Burger King. Da habe ich mir einfach nochmal einen Fünffachen gemacht. Da war dann auch so ein Held am Kochen hier. Die Chefin hat es ihm dann dreimal erklärt, wie ich meinen Burger will. Musste ich schon richtig lachen, ey. Ja, Mann. Fünffacher geht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, probiert es aus, ey. Das schmeckt echt gut und man ist auf jeden Fall mehr als eine halbe Stunde satt. Oh ja. Schau dir den Idioten an, der will einfach nur den Typen da töten, oder? Nicht mal das checkt er. Die KI ist ja richtig ach, gut. Ach so, ja, das hat mich eh gewundert hier, dass die ist die Granate hochgegangen und dann ist der andere einfach erstmal so eine Minute lang hat er in der Gegend rumgeschaut, weißt schon, was ist denn hier los eigentlich? Was mache ich? Was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich? Wer hat mich in dieses Spiel getan? Ja, war halt echt eigenartig irgendwie. Aber jetzt habe ich es endlich. Oh, weißt du was? Ich glaube, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Die Stelle ist ja immer mein Hass gewesen. Eigentlich geht die voll leicht, so, aber. Ja, ich weiß nicht, wo ich das erste Mal gespielt habe, Alter, da habe ich ja mir ein Feuergefecht geliefert, ne? Glaubst du? Ja, ich habe immer gleich meine Granaten da reingeworfen, ey. Ja, aber hier auf professionell halten die ja so viel aus. Kannst du es einfach echt vergessen. Aber schau dir jetzt. Was ich jetzt echt Bock habe? Nach unserem Gespräch auf einen fetten Big Döner, ey. Big Döner, Mann, aus deinem Heimatort. Oh ja. Der Döner gibt's hier auch, aber das ist halt, weißt schon, das ist halt wie am deutschen Volksfest Döner, mal türkischen Döner kaufen. Oder das ist dasselbe, wie wenn du so ein Inder Pizza, weißt schon, macht indisches Essen, ist ein Inder und heißt Helmut. Verstehst du das? Das funktioniert einfach nicht. Da weißt du schon. Also machen bei euch die Thailänder den Döner. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es einmal gesehen. Hier gibt's so einen Markt und da machen wir Döner. Aber dieses Konzept funktioniert einfach immer nicht. Weißt schon. Das ist so, als ob ich jetzt halt auf einmal anfangen würde, als ein Sushi-Restaurant aufzumachen und ich der Sushi-Koch wäre. Verstehst du? Ja, aber hier in Nürnberg, wir haben doch deutsche Sushi-Meisters neben Museum in diesem Sushi-Glashaus da. Das sind alles Deutsche, die da diese Sushis machen. Oh, okay. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Da habe ich das erste Mal Sushi essen. Aber Sushi ist auch echt was Gutes, muss man sagen. Also, kann ich mich auch totfressen. Ja. Aber Fastfood-mäßig ist halt nicht so richtig Fastfood, ne? Ist halt mehr so. Ja. Mehr so. Ist eher gesund sogar, finde ich. Edleres Fastfood. Wo manchmal kaufe ich. Ist auch viel zu teuer, um Fastfood zu sein, ne? Manchmal kaufen wir uns hier gibt's. Für 10 Euro kannst du dir hier so 4 so Boxen kaufen. Das ist ziemlich chillig. Und da ist man dann gut bedient halt. Also ich nicht so ganz, aber mein Kumpel hier auf jeden Fall, der frisst sich da voll damit. Okay. Und ich eher nicht. Aber naja. Hier gibt's wie halt. Bei Mongolen oder was, wo die uns rausgeschmissen haben? Oh ja. Ja, und Leute, wir waren wohl bei Mongolen All You Can Eat fressen, ne? Und irgendwann hat es denen gereicht, da haben die halt einfach alles dicht gemacht, weil wir sind so am Ende, am Anfang des, oder so kurz nach Anfang des All You Can Eats gekommen, sind bis zum Schluss geblieben und haben durchgehend gefressen einfach. Und am Ende haben die einfach alles schon eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor Schluss, haben wir einfach schon alles dicht gemacht, weil nur noch wir gegessen haben. Und die dachten sich, fickt euch, verpisst euch halt endlich aus unserem Laden, ne? Und dann haben die am Ende sogar nachdem das Essen weg war, haben wir nur noch Eiscreme gefressen, dann haben die sogar die Eiscreme halt weggeräumt, ne? Ja, was so geil war, die wollten die gerade wegräumen und wir gehen halt noch vor und dann mussten sie warten auf uns, bis wir uns nochmal genommen haben. Da haben die schon echt mies geschaut, ey. Oh Mann. Die haben wir da echt einmal richtig arm gegessen, ey. Ich will mal so richtig rausgeworfen werden aus so einem Laden.
Oh, aber das Härteste war, wo ich mit einem Kumpel, da waren wir auch bei so einem Mongolen und haben auf jeden Fall, da gab es halt auch Sushi bei den Mongolen, war halt nicht Top-Sushi, aber ne, war halt auch Sushi. Kumpel von mir packt einfach Tupperboxen mit ein, Tasche unterm Tisch und holt sich immer das Sushi einfach an den Tisch und tut das Sushi einfach in die Tupperboxen laden. Und dann haben wir schön, nachdem wir da gefressen haben, daheim nochmal, weißt schon, haben wir gezockt oder so, danach daheim einfach nochmal schön das Sushi reingezogen. Das war richtig geil. Aber wir haben doch auch gemacht, wir haben uns doch gar nicht was zum Trinken bestellt, oder? Wir haben doch immer auf der Toilette aus dem Wasser angesoffen. Oder so, irgendwie nee, war doch nee, da was. Nee, also ich habe, glaube ich, nur ein Glas Wasser gekauft bestellt und danach bin ich immer Toilette gegangen, aus dem Wasser angetrunken. Also ich habe nicht aus der Toilette, halt aus dem Wasser angetrunken. Ich habe einfach nur ein Glas Wasser bestellt und so richtige cheap Bastards einfach. Ja, wir wollten ja auch erst eigentlich Wasser ins Auto und dann immer rausgehen zum Trinken. Aber es war mir dann zu blöd, eben aufstehen zum Auto, trinken, wieder rein. Ja, vielleicht habt ihr ja auch solche lustigen Geschichten, was ihr so bei All You Can Eat gemacht habt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare hauen. Und ich will wissen, ob ihr Gurken an die Decke geklatscht habt. Genau, die Gurken. Und ja, das Video ist hier jetzt auch zu Ende. Jetzt kommt noch eine Sequenz, glaube ich. Und wir verabschieden uns hier mal. Servus Leute, schaut wieder beim nächsten Mal rein. Servus. We're having a look at the passport numbers now. With any luck, we should get a trace on Sadiq's people soon. Hey, how come you let him go, but I'm stuck in here with you idiots? Because you're useful in here, he's useful out there. DC suspects Iran may have a hand in the blacklist. Nuri could be one of their operatives, and you just left him on the ground. It's called turning an asset. It's a mistake. The situation with Iran is too volatile. It sounds like you've been chatting with the president. Next time you two talk, be sure to mention this. Charlie? A tracker. I got an idea from your email trace and installed a virus on Nuri's phone. We got GPS, voice, data, and there's a good chance he'll infect his computer before he swaps phones. We're gonna get way more out of Nuri this way than if we had him locked up with COVID. I disagree. You don't care. I got it. I'll shut up. Look, all you're getting out of Washington is maybes. I'm getting us intel. You're gambling with a war. Sadiq already started a war. It's up to us to find a way to end it. Let's keep working on those passports. We need a lead, and we need it now.